Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Endlich mit dem Meta-Ranking vom August 2015. Gerade noch so. Am 31.08. Der letzte Tag. Hatten mich viele gefragt, ob diesen Monat noch eins kommt. Und ich musste erstmal die zwei YCS abwarten, die gerade am Wochenende stattgefunden haben. Und zwar Rimini und Toronto. Haben beide zeitgleich an diesem Wochenende stattgefunden. Dachte ich mir, warte ich die zwei erstmal ab, weil die das Meta am meisten beeinflussen werden, und dann quetsche ich das Meta-Ranking noch am letzten Tag vom August rein. Fangen wir gleich mal an. Da habe ich auf Platz Nummer 10 Ignites. Sind komplett neu in den Top 10. Waren davor nie dabei. Sind auch neu aus dem Clash of Rebellion Set. Haben sehr viel an Hype verloren, nachdem das mit dem Key Beetle nicht mehr funktioniert. Aber konnten trotzdem ein paar Mal toppen. Zum Beispiel eben jetzt Top 32 YCS Rimini hat einer getoppt damit. Und der Ignite Templar, der Level 4 Ultra, ist auch gestiegen. Und im nächsten Set werden die auch nochmal Support bekommen. Hab gehört, der soll nicht so schlecht sein. Aber bisher noch nicht den richtigen Build gefunden. Ich habe selbst das Deck auch schon mal getestet, aber mir hat es auch noch nicht so gefallen. Hat auf jeden Fall seine Schwächen noch. Und deswegen wahrscheinlich noch nicht so erfolgreich. Dann haben wir auf Platz Nummer 9 Hero. Die sind eigentlich immer mit dabei auf der Liste. Letztes Mal auch auf Platz 9. Und haben seitdem nicht unbedingt was Neues gerissen, irgendwas Wichtiges gewonnen, aber ich sehe die vermehrt auf Turnieren und online und sowas. Sind auf jeden Fall beliebt und werden immer noch gespielt, aber erzielen nicht wirklich die Ergebnisse. Aber mal schauen, was die Zukunft für Heroes bringt. Es gibt immer irgendwelche Verrückten, die damit toppen. Dann haben wir auf Platz 8 Ritual Beast. Ein Deck, mit dem ich, um ehrlich zu sein, nicht mehr gerechnet habe. Es war letzten Monat noch auf Platz 6. Diesen Monat eigentlich nichts von denen gehört, viel, aber dann jetzt auf der YCS Rimini haben die zweimal getoppt und waren auch relativ gut vertreten. Das Deck scheint noch nicht tot zu sein. Also die Leute haben es noch nicht aufgegeben und das zeigt sich auch. Und dafür ein Platz 8 diesen Monat. Dann haben wir auf Platz 7 die Infernoids. Haben endlich hier einen neuen Support bekommen. Decatron, der Tuner, richtig klasse Karte. Und dadurch konnten sie sich von Platz 8 letzten Monat auf Platz 7 diesen Monat hochspielen und ist auch einer Top 32 auf der YCS. Und die haben auch gute Matchups, gut gegen Satella, gut gegen Clifford, eins der wenigen Decks, das sehr viele Outs gegen Tower hat. Und wie ich gehört habe, soll es auch nicht so schlecht, also sogar gut, wie manche meinen, gegen Necros sein, was ich noch nicht bestätigen kann, aber das meinen viele. Also nehmt euch in Acht vor Infernoid, denke, die werden auf jeden Fall die nächsten paar Male mit oben mitspielen. Dann haben wir auf Platz 6 die Cosmos. Brandneues Deck, TCG Exclusive, zum ersten Mal in den Top 10 und wurden ein bisschen gehypt. Cosmo Farm Girl, die teuerste Karte aus Clash of Rebellions, wurde von Geoff Jones und seinen Leuten zuerst auf einem ARG-Event mit ARG-Format getoppt. Aber Leute waren sich nicht sicher, ob das auch in einem normalen Konami-Event mit Konami-Bandlist funktionieren wird. Aber anscheinend hat es funktioniert. Peter Gross hat damit Top 8 erreicht auf der YCS und ein anderer Spieler war auch Top 32 damit auf der YCS Toronto. Dann hat es auch ein paar Regionals getoppt. Scheint auf jeden Fall gut mit dabei zu sein. Leute experimentieren noch mit verschiedenen Builds. Also Peter Gross hat es mit Trap Tricks gespielt. Dann habe ich einen gesehen, der hat es mit Shadol oder so gespielt, ganz verrückt. Und dann der Top 32 aus Toronto hat es ganz normal gespielt, mit vielen Fallen, aber dafür nur die Cosmo Monster. Also die Leute experimentieren noch rum, aber Cosmo auf jeden Fall ein Top-Kandidat. Vor allem, wenn die guten Support bekommen und noch mehr Monster, dann wird das Deck auf jeden Fall einschlagen. Dann haben wir auf Platz 5 Clifford. War letzten Monat auf Platz 3 noch. Hat diesen Monat aber von den Top 5 Decks am wenigsten erreicht. Hat ein paar kleinere Turniere, Events getoppt, gewonnen, aber YCS-mäßig ging da nichts. Obwohl ich auch nicht weiß, wieso. Ist eigentlich noch ziemlich stark, ziemlich stabil. Hab's letztens am Wochenende gesehen. Kann immer noch auspacken. Tower ist immer noch sehr stark, aber scheint irgendwie nicht zu laufen. Dann kommen wir zu Platz 4. Da haben wir wieder Satella. War letzten Monat auch auf Platz 4. Immer noch super solides Deck. Obwohl manche meinten, zum Beispiel aus unserem Team, die meinten, Satella kann nichts mehr. Aber anscheinend ist es immer noch richtig stabil und hat zwar nichts gewonnen, außer dieses UDS-Event, aber das war sehr merkwürdig, also würde ich da nicht zu viel Gewicht drauf legen.
Ansonsten zweimal Top 16 dieses Wochenende, einmal Toronto und einmal Rimini. Und natürlich hat die Weltmeisterschaft gewonnen, wobei das natürlich in einer speziellen Bandliste war. Satella vielleicht nicht unbedingt ein Top-Kandidat, um größere Events, YCSs und so zu gewinnen, aber auf jeden Fall immer in den Tops mit dabei. Dann kommen wir zu den Top 3. Da haben wir Shadol, die waren letzten Monat auf Platz 5 und konnten sich jetzt mit den Clowns und der Clown Engine zurück in die Top 3 kämpfen. Die Clown Engine, ziemlich interessant, scheint echt gut zu laufen und damit konnten sie auch Top 4 auf der YCS Rimini erreichen. Die Leute streiten sich noch drum, wie konstant diese Clown Engine ist oder ob es halt genauso inkonstant ist wie die Seraphim Engine, aber bisher scheint es zu laufen und deswegen diesen Monat Platz 3 für Shadol oder Clown Shadol. Dann haben wir auf Platz 2 wieder Burning Abyss, war letzten Monat auch auf Platz 2 und manche finden Burning Abyss sogar stärker als Necros. Ist diesen Monat auf jeden Fall näher dran an Necros und an Platz 1 als die Monate davor. Da war Necros ganz klar Nummer 1, aber seitdem wurde Necros ein bisschen geschwächt, hat sich auch geändert, aber dazu kommen wir gleich noch. Also hier haben wir Burning Abyss, die wurden Erster auf der YCS Toronto und waren auch Top 4 auf der YCS Rimini. Am Deck selber hat sich nicht viel geändert, beziehungsweise gar nichts, aber es scheint immer noch sehr solide zu laufen, immer noch sehr stark gegen das Meta. Dann kommen wir zu Platz 1, immer noch Necros. Die haben zwar Shugit verloren und der ist nur noch auf 1 spielbar, aber dafür ist der Dijin weg und die müssen halt nicht mehr die schlechteren Müll-Dijin-Outs spielen und haben dadurch halt mehr Platz für gute Karten. Deswegen weiß man noch nicht, ob Necros dadurch schwächer oder besser geworden ist. Auf jeden Fall spielen die Necros jetzt auch die Clown Engine und das scheint auch zu laufen. Erster und Zweiter auf der YCS Rimini haben es mit den Clowns gespielt und für diesen Monat auf jeden Fall immer noch auf Platz 1. Also hat sich nicht so viel geändert seit der neuen Liste und seit dem neuen Set. Zwei neue Decks sind dabei. Die Top 5 sind immer noch gleich, aber es ist auf jeden Fall alles dichter zusammen und noch nichts festgelegt. Es kann auf jeden Fall nächsten Monat alles nochmal gedreht werden und ich bin auf jeden Fall gespannt, was die nächsten paar Monate passieren wird. Ansonsten war es auch schon wieder. Wir haben noch ein neues Online-Turnier am Start. Könnt ihr abchecken, wenn ihr mitspielen wollt. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Sponsoren ab und ciao.